Ja, für die, die das nicht gesehen haben, vorgestern haben wir eine Sendung mit Johanna, gestern mit Maximilian. Und ja, Johanna hat die Gabe, Fragen zu stellen, was eine Kunst ist, was wenige Journalisten auch gut können. Und sagt, jetzt haben wir das improvisiert. Und für euch stehen wir zur Verfügung. Und interaktiv natürlich auch. Und es besteht eben die Kunst, die Möglichkeit, von innen einfach Fragen kommen zu lassen, die einen interessieren. Und durch die Frage entsteht was Neues, entsteht was Schönes. Okay, kommt was? Das Thema ist offen, ja? Das Thema ist offen, ja. Was mir kommt, ist Chaos, also das Wort Chaos. Ja, was ist für dich Chaos? Schön. Ja, ich denke, Chaos ist etwas, ist eine spezielle Ordnung, die man nicht erkennt, ne? So würde ich sagen, wenn jemand irgendwie, ah, ich verstehe hier nicht, und ich möchte auch nicht zugeben, dass ich es nicht verstehe, dann sage ich lieber, hier ist Chaos. Ne? Also ist eine nicht verstandene Ordnung, der vom Betrachter als Chaos genannt wird. So, das ist jetzt für mich mein erstes Gefühl. Ne? Und zweite Möglichkeit, Chaos ist etwas, ist eine Möglichkeit, wo verschiedene Sachen nicht geordnet sind und wo wir die Möglichkeit haben, etwas Neues reinzubringen. Ne? Also etwas Neues zu erschaffen. Es ist ein Feld, was wo viele Sachen sind, ganz viele Sachen, und haben wir ganz viele Zutaten, zum Beispiel um ein neues Gericht zu machen oder ganz viele Werkzeuge, um neue Maschine zu bauen oder. Ja, und Chaos kann auch sein, etwas, was vom Verstand nicht erkannt wird. Und es kann ein schöpferintuitiver Bereich sein, das sich eben unterscheidet von das, was kontrolliert werden kann. Und somit etwas, was eben, was schon eine göttliche Ordnung in sich hat. So etwas Göttliches. Ne? Göttliches Chaos. Aber wie sieht es bei dir aus? Göttliches Chaos ist bei mir. Kenne ich gut. Kannst du nicht verstehen. Ist zu hoch für dich. Was, siehst du die Ordnung nicht? Dann hast du ein Problem. Ne? Oh, wenn jetzt manche Jugend hören, nehmen sich das, den Satz zu eigen. Ne? Ja. Ist Chaos damit also kein Gegensatz zur Ordnung, ja? Für dich? Ich denke, es ist Chaos ist eine nicht erkannte Ordnung. Es ist Ordnung. Ist Ist eine Ordnung. andere Art von Ordnung. Okay.
Ist die nicht verstandene Ordnung, wenn man das so provokativ sagen kann. Ja, es braucht doch eigentlich gar nicht verstanden zu werden, oder? Es ist doch einfach. Nee, ist einfach der Raum der Möglichkeit. Wenn Ordnung im alten Sinne wäre, dann wären keine Möglichkeiten, da etwas Neues zu erschaffen. Und ist Heilung auch chaotisch oder folgt Heilung einer Ordnung, die erkannt ist? Ja, Heilung ist für mich, Heilung ist meistens Transformation. Das heißt, für mich Heilung bedeutet, wo der Hass und die Liebe zusammenkommen. Ne? Zum Beispiel. Also das Minus und das Plus. Heilung ist nicht so, oh, jetzt geht es mir besser, sondern, oh, ich habe es verstanden. Und das heißt, das ist Heilung ist, wenn ich die Ordnung in den Chaos erkenne, dann transformiere ich durch Erkennen das Chaos. Und dann sind Chaos und Ordnung gleich. Und Transformation ist, das nicht Erkannte auf eine höhere Ebene zu bringen und zu verstehen. Nee, Transformation ist das Erkennen, dass das Chaos eine Ordnung hat. Zum Beispiel, ich könnte jetzt, was weiß ich, einen Teil von einem geometrischen Form sehen und denke, was ist das für ein. Dann gehe ich mit der Kamera hoch und dann erkenne ich plötzlich eine wunderbare geometrische Form in all sein. Oder ich kann jetzt die Feder eines Vogels ganz nah, wo irgendetwas nicht in Ordnung, oh, was ist das für ein Chaos? Gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit ein bisschen höher und dann ist ein göttlicher Flügel zu sehen, perfekt, in all seine Farben, in seine geometrische Perfektion und, und. Ne? Transformation ist, ist das Erkennen von Zusammenhängen und das Nutzen von Zusammenhänge. Und es dann auch anzuwenden. Und ist, wenn ich etwas transformiert habe und dann in diesen Zusammenhängen auf dieser höheren Ebene wirke und ich komme dann irgendwann an einen Punkt, an dem ich erkenne, dass ich wieder es wieder auf eine höhere Ebene bringen kann, ist dann Transformation desselben Themas immer wieder möglich? Oder Ich sogar denke, wichtig? Transformation ist einfach immer möglich. Also es bahnt sich, baut sich ein Minus, baut sich ein Plus. Es baut sich ein Feld, wo ich lernen kann, ne? Wo wir Menschen getrennt worden sind. Und dann Transformation geschieht, wenn ich sehe, dass das Minus, das Plus eins sind und die zusammenbringe und erkenne diese Zusammenhänge, was das beide beinhalten. Und das hat immer mit neuen Situationen zu tun. Also es ist nie beendet, Ja. sondern wird immer fort. Ja, aber nicht die gleiche Sache, denke ich. Ja, okay. Ne? Denke ich schon, dass immer neue Sachen kommen zum Transformieren. Also was transformiert wurde, kann, ich glaube, nicht weiter transformiert werden. Ne? Okay. Also es ist dann in sich vollkommen. Ist ein Moment der Transformation. Ne? Das heißt, dann in einem nächsten Moment kommt das, was ich transformiert habe, kann sich zu einem Minus bilden, kann sich das Plus bilden und dann kann ich in eine neue Dimension, eine neue Ebene dann transformieren. Würdest du sagen, dass Transformation Wachstum ist? Na, ich denke, in dem Moment, wo Plus und Minus geschaffen wurden, ist die Lösung sozusagen, oder das Problem ist die Lösung auch da. Deswegen denke ich, dass
dass Transformation schon da ist, in dem Moment, wo Plus und Minus da sind. Nur wir sehen das nicht. Ich glaube, das hat mit uns zu tun, mit unserer Entwicklung. Und ja, und dass es etwas ist, wo es eigentlich schon gibt. Aber dadurch, dass wir es erkannt haben, neuen Raum sich bildet, glaube ich, irgendwie. Also ist quasi das, was geheilt werden muss, bereits geheilt, also bereits gesund, nur dass wir es nicht erkannt haben. Oder Ja, von einer Seite, es war schon gesund. Und von der anderen Seite, weil wir es als Menschen gemacht haben, in das Spannungsfeld zu erkennen, haben wir irgendwie schon etwas Neues erschaffen. Das heißt, wir haben das getrennt gesehen, um Spannung zu erzeugen, um in der Transformation eine neue Dimension zu erkennen oder etwas zu erweitern. Weil eben das Wort Heilung, denken wir immer, wie wenn ein Wunder geschieht, ich habe Schmerzen und jetzt sind die weg, ich bin geheilt. Na, für mich Heilung hat nur mit Erkennen, dass mein Schmerz ein Impuls zur Erkenntnis ist. Ja. Ja, ich schreibe jetzt den Titel. Also was ist Chaos, war die Frage, ne? Ja, die erste Frage Die oder eine erste der Frage. ersten Fragen. Aha. Dass Ja. ich das schreibe, wenn neue Zuschauer kommen. Ja, eine nächste Frage, die mir gerade kam, ist, wie fühlt es sich für dich an, deine Intuition oder in die Intuition zu gehen, mit intuitiv zu arbeiten, deine Intuition zu nutzen? Wie fühlt sich das an? Wie ich das fühle. Mhm. Ja, eben zu Beginn war das schwierig, ne, weil ich bin gewohnt, Intellektueller und Studium und das und das war ungewohnt. Ne. Zu Beginn war richtig, ich hatte ein bisschen Angst, Panik, dass ich nichts höre. Ne. Oder dass es falsch ist, oder was jeder erlebt, der beginnt einfach auch Intuition zu entwickeln. Aber im Moment, wenn ich jetzt in die Intuition gehe, dann verbinde ich mich mit meinem Inneren und es ist immer ein schönes, gutes Gefühl, was mich reinigt und heilt. Ne? Das heißt, wenn ich intuitiv arbeiten kann, dann gehe ich auf eine Ebene, wo ich zu Hause bin, wo ich mich gut fühle. Und es ist wie ein, ja, es ist ein gutes Gefühl, wie wenn ich nach Hause komme. Ne? Wenn ich, deswegen ist es gut, es ist schön, wenn man arbeitet, in die Arbeit die Intuition mit einzubeziehen, damit diese Zeit auch nahrhaft auch sind. Und es ist immer Nahrung, ich bin danach immer gut ernährt und gut entspannt und fühle mich eigentlich stärker und besser und klarer. Ne? Und wie machst du das, dich mit deinem Inneren verbinden? Beschließt du das einfach und dann geschieht es? Oder wie ist der Vorgang sozusagen? Ja, indem ich einfach, ich stelle eine Frage oder ich gebe einen Impuls. Ohne Impuls bekommen wir keine Informationen oft. Manchmal geschieht es einfach so, aber irgendwie haben wir schon einen Impuls gegeben. Also ich mache eine Bestellung, aha, ich möchte jetzt in die Wahrnehmung von gehen. Und dann, bevor ich den Satz ausgesprochen habe, kommen schon die Informationen. Und oft wollen wir, manchmal sind komische Informationen, dann wollen wir, oh nee, ich muss gucken, denken und so weiter, dann oft verhindern wir den Informationsfluss, indem wir anfangen zu denken. Ne? Aber eigentlich, die Informationen kommen sofort. Ne? Von eben,
mein höheres inneres Wesen. Ne? Ja. Die freuen sich, zack. Ne? Natürlich kommt darauf an, wie ich die Frage stelle ja. und auf die Genauigkeit der Frage, auf die, dass es wirklich oder richtig Fragen sind. Ne? Okay, und wie kommt für dich die Information? Hörst du die, siehst du die, fühlst du die, schmeckst du die? Wie nimmst du sie wahr? Ja, also jeder hat ein anderes Tor. Mhm. Ne? Manche riechen, manche fühlen, manche hören, manche sehen, manche schwingt, manche sehen nur durch Farben oder durch geometrische Formen. Mhm. Oder durch Monster oder durch egal. Also jeder macht es anders. Also ich sehe das auf alle Ebenen. Ne? Du siehst es quasi. Also ich sehe, ich rieche, also rieche weniger, meine Nase ist ein bisschen rediert. ich sehe, höre, fühle und weil ich das irgendwie so viel unterrichtet habe, dass ich oft die Möglichkeit, der andere auch benutzen kann. Ne? Kam dann in deiner Entwicklung Stück für Stück ein weiteres Tor sozusagen dazu? Oder waren die alle von Anfang an offen? Das ist so, weil dadurch, dass ich unter jedem unterrichte, wie das geht, ne? Hm. Es ist gut für mich, trainiert zu sein auf alle Ebenen. Ne? Weil hm. ich hatte mal in Stuttgart einen Richter, ne? Jeet, die anderen sehen, hören, ich krieg nichts mit. Ne? Ja, okay. Nix, nix, nix. Und dann kam eben die Information, irgendwann, aha, du riechst. Ne? Und dann haben wir sein Riechen aktiviert und über das Riechen plötzlich hat er alle Informationen bekommen. Er konnte sich wow. nicht mehr dann zurückhalten. Ne? Deswegen, es ist gut, wenn ich trainiert bin oder die Möglichkeiten öffne, das, was ich, damit ich den anderen helfen kann, über welches Medium, Mittel, Tools sie Informationen bekommen. Ne? Und wie habt ihr das aktiviert? Weil eben, man sagt eben Bauchgefühl, ne? Das irgendwie ist ein Satz, was gekommen ist. Ne? Bauch und enterisches Nervensystem ist ein kleiner Teil. Ne? Also hm. Manche bekommen im Bauch, aber im Bauch ist natürlich empfindlich und was ist ein Bauchgefühl? Ne? Ich habe ein gutes Gefühl. Also es ist ein bisschen nicht so ganz geklärt. Oder ich habe selten erfahren, dass jemand aus dem Bauch Informationen bekommt. Okay, ne? Ja. Eher da ist eine Kraft, aber ja. Okay. Und wie habt ihr dieses Tor für diesen Menschen aktiviert? Ja, eben, dadurch, dass jeder nachmachen möchte, oh, Jeet macht es so, dann will ich es auch so lernen, hm. war immer das Feld, wo eben, da war ich gefragt zu spüren, zu sagen, stopp, ich mach's so, wie du es machst, schauen wir. Ja, und meistens sieht man auf der Minusebene, ja, dann, wenn jemand riecht, hat vielleicht ein Problem mit der Nase oder mit den Ohren oder Tinnitus. Hm. Viele, die Tinnitus haben, kam einfach schon, konnten wir einfach aus der Kehrseite der Tinnitus groß Informationsfluss, das haben wir reguliert und dann ging es plötzlich. Ne? War Tinnitus weg oder. Ne? Wie habt ihr das reguliert? Ja, regulieren geschieht oft wollen wir, glauben wir, dass Intuition immer offen für den ganzen Müll, was rumschwirrt. Ne? So, manche denken, oh, jetzt gehe ich hier, ich muss fühlen können, was in dem Haus da ist oder bei dem Mensch. Hm. Ne? Und das stimmt nicht. Ne? So, ich muss nicht immer offen sein und alles wahrnehmen. Ne? Und das heißt, für viele war ein Schock zu Beginn, wo sie angefangen haben, Informationen zu bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, einfach, so für Annette hat auch so eine Erfahrung. Ne? Mhm. Mir ist zu viel, ich höre alles, ich sehe alles. Ja, mach einfach zu. Mhm. Ne? Schließe und entscheide
Also die Sache, alles hören zu wollen, ist ein bisschen wie eine Gier oder wie eine, mache zu und fühle, programmiere dich, wann du hörst oder fühlst oder siehst und wann nicht. Ne? Mach auf, mach zu und stell dir vor, dass du eine Regulierungsschraube hast, wo du das regulierst. Das heißt, es ist ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich immer auf Absichten, die Information immer auf der Ebene der Absicht. Ne? Jetzt habe ich die Absicht, diese Information zu bekommen. Oh, jetzt muss ich, gehe ich in diesem Hotel. Aha, dann fühle ich mal dieses Hotel, wie das ist. Ne? Oder jetzt ist eine Schwierigkeit bei meiner Arbeit. Ne? Dann gucke ich jetzt energetisch, was da nicht stimmt. So, dass ich das einfach das einsetze, wann und wie ich möchte, und ich reguliere das, entscheide wann. Ne? Aber eben manchmal wird zu einer, wie eine Gier oder wie ein Fluss ohne Ende. Aber wir steuern alles, ne? Ganz wichtig. Bist du der Ansicht, dass man auch, oder hast du die Erfahrung gemacht, dass man auch Fehlinformationen erhalten kann über die Intuition? Ja, das Tolle ist, dass bei Intuition bekommst du immer, also ist ein Faulenzerleben, weil normalerweise muss ich nur, um ein Thema zu beherrschen, was weiß ich, soziale Wissenschaft, muss ich dann die 40 Bücher gelesen haben. Ne? Ich richte ein bisschen die Kamera, weil da bist du ein bisschen kleiner. Und das muss alles gespeichert werden in mein System. Und ja, ich muss meine 40 oder 80 oder 300 Bücher in meinem Kopf haben. Und bei Intuition sind die Bücher meine Genetik, meine DNA. Und das heißt, ich bin entspannt, ich bin auf Empfang, ich habe eine Hygiene. Ne? Indem ich einfach mich entspanne, bei mir bin, still bin. Das ist die schwierigste Übung. Und in dem Moment, wo eine Situation kommt, dann gehe ich auf Abrufen von Informationen, die für den Moment sind, für die Situation, für die Person, die gerade da ist. Also die perfekten Informationen, die passen für den Moment, für die Situation. Und natürlich, es ist wichtig, den Verstand zu entwickeln, dass ich es erzählen kann, dass ich es kommunizieren kann in der Sprache, mit der Worte, mit der Vielfalt einer Poesie. Also ist wichtig, diese Fähigkeiten zu entwickeln, damit ich dann, wenn ich intuitive Informationen gebe, dass sie verstanden werden und dass sie ankommen. Also Verstandesebene muss ich das so entwickeln, verstehen, wie sein Verstand ist oder was ich vermitteln kann, wie, welche Worte und diese ganze Sache. Ne? Also das ist wichtig. Und das heißt, ich bekomme im richtigen Moment die richtige Information. Fragt mich die Person, die gleiche Person, in einem anderen Kontext, in eine andere Struktur, in eine andere Uhrzeit, bekomme ich natürlich da ganz andere Informationen. Wo vielleicht andere Leute da sind, die Zuhörerschaft anders aussieht, dann bekomme ich ganz andere Informationen. Und das ist natürlich toll. Das ist richtig immer up to date, immer das Beste, immer das Neueste, immer das Klarste. Und das ist, was Intuition garantiert. Wenn man es trainiert hat und sich einigermaßen gut, ne? Also genügt dir die reine Absicht, um reine Informationen zu erhalten? Ja, also ein gutes Training, ne? Weil natürlich, ich kann Informationen erhalten, ein bisschen verfälscht oder ein bisschen begrenzt, weil ich die Frage vielleicht
nicht in seine Ganzheit wahrnehme. Aber ein gutes Training, eine gute Schule, eine tägliche Anwendung der Intuition für die eigene ist schon gut, ne? Also dann bekomme ich schon reine Informationen und immer reiner, immer klarer und immer. Und dann eben diese Übung macht es aus, dass ich dann diese Information komplexer geben kann, ausgerichteter, mehr klarer in Bezug auf das, was gerade die Situation fordert. Mit der Worte, was die Leute dann verstehen, ne? Also es ist die Intuitionsschule ist für mich eine der wichtigsten Sachen, ne? Die richtig gut zu entwickeln. Ne? Das war für mich die Herausforderung, also mindestens 10 Jahre lang, wenn ich denke, vielleicht 15, habe ich täglich Vorträge gegeben. Und das war einmal, was weiß ich, irgendein Schloss in der Schweiz, das nächste Mal in eine private Praxis, das dritte Mal in das, was weiß ich, Interview, eine Schweizer Zeitung oder Los Angeles in Brenjin, wo Journal Pädagogik, dann in eine Industrie- und Handelskammer, dann in eine Ärztekongress oder Ärztekammer in Teneriffa oder es war immer unterschiedliche Situationen, dann unter alle Heiler, ne? Und dann war für mich, was Sabine gesagt hat, ich habe nie natürlich jedes Mal was anderes gesagt. Und zu Beginn habe ich angefangen, schon mir Notizen zu machen, aber dann, es war nur Zeitverschwendung, ne? Weil durch die Tränen, durch den Training, in dem Moment, wo ich angekommen bin, war das, was ich vorbereitet hatte, nicht mehr up to date, nicht mehr das Frischeste, das Neueste, das Beste, ne? Und natürlich manchmal unsicher. Mein unsicherster Vortrag war vor 300, 400 Ärzte, wo ich meine Farbsymbole vorgestellt habe. Ja, okay. Und ich habe irgendwie so was Komisches gesagt, aber Schock, die anderen hatten verstanden. Und da war plötzlich eine Schlange von 30, 40 Organisationen, die wichtigsten Weltinstitute, die mir sofort einen Auftrag geben wollten, in Bezug, dass ich da die Farbzeichen und diese Gebäude dann auch in Gleichgewicht bringe. Ne? Und ja, das war natürlich, also auch wenn es neben der Kappe mich gefühlt habe, umso erfolgreicher war das. Ne? Die Leute haben mehr verstanden als ich. Ne? Wow, toll, ich habe verstanden, komm, toll. Und die wussten, das waren alle teure Aufträge, ne? Was die gegeben haben. Ne? Und das erste war das größte Institut der Welt, ne? So, wo die meisten Seminare zeitgleich geschehen. Eben diese Schulung war für mich Schock. Funktioniert doch und bin ich gut, bin ich schlecht? So haben einfach meinen Akademiker-Mind sehr, sehr durcheinander gebracht. Ja. Wie empfiehlst du das anderen Leuten, also beispielsweise jetzt mir, wie empfiehlst du es, die Intuition zu trainieren tagtäglich? Also es kann jetzt nicht jeder vor zigtausenden oder hunderten Leuten Vorträge halten, so wie du das getan hast, sondern jeder hat ja wahrscheinlich eine eigene Form des Trainings. Wie empfiehlst du das? Ja, ich mache das immer so. Wichtig ist ein Kreis, dass jeder in einer Schule ist, in einer Lebensschule oder Mysterienschule. Das Leben lehrt auch einfach so. Ne? So. Aber es ist schon einfacher, eine Sokrates-Schule oder Francis von Assisi-Schule oder Buddha-Schule, Pythagoras. Das ist einfacher. Wichtig ist, der Training, dass es auf dich abgestimmt ist. Ne? Das heißt, wenn du Mathematiker bist oder Geometrie, System hast, dass du täglich das übst. Und natürlich, du kannst das üben mit das, was möglich ist.
wenn du in der Schule gehen musst, dann machst du Zeichnungen oder erkennst die Zusammenhänge, das, was der Lehrer sagt, strukturell. Also jeder hat die Möglichkeit, dies täglich anzuwenden und die Wege zu suchen und zu finden, damit entspannt in jeder Situation, übersetzt für die bestimmte Situation, du das anwenden kannst. Eben, und das ist, also ich mache einfach auch so, dass ich schon die ersten Monate begleite und Übungen gebe und, bis es klar ist. Manche waren einmal hier oder zweimal, die haben das sofort angewendet und selbst entwickelt, selbst weiter geforscht, sodass, wenn sie manchmal wieder kommen, staune ich, wie die sich selbst entwickelt haben, ohne die Schule. Ne? Aber eben, jeder macht es anders. Ne? Ja. Ja. Und, aber eben, was ich liebe, ist einfach diese Forschung auch, das zusammen herauszufinden in der Mysterienschule, ist der Tempel, was wir einmal im Monat hier haben, was Neues zu finden, eine neue Möglichkeit, diese Vielfalt an Ideen, was, wie du das erstmal in der Forschung, ne, im Seminar, dann die Übungen für das Tägliche, privat, die Übungen für das Anwendung auf Arbeitsplatz oder Kunst oder. Ja, und da findet man schon, so dass jeder es versteht, so dass es auch ankommt. Ne? Also nicht in der Fachsprache, sondern richtig. Ja, ich habe noch ganz viele Fragen. Ich glaube, ich muss mir kurz Notizen machen. Wir können das, es ist so, weil wir können das jetzt auch rund machen. Okay, ja. Weil wir haben noch was vor. Wenn es für dich jetzt rund ist oder wenn es noch Fragen gibt, die damit zusammenhängen. Ich wollte das nicht so lang machen, ja, weil wir müssen noch was machen. Ne? Ja, klar. Ich schreibe mir die anderen Fragen, die ich noch habe, auf und wir können zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht in 10 Jahren, vielleicht in 10 Tagen, genau, wiederholen. Okay. Vielleicht morgen. Ich weiß nicht, warum der Jürgen nicht da war oder nicht da ist. Ja. Okay. Okay, dann Dankeschön. Danke dir. Das macht richtig Spaß. Also wir werden, wenn jemand interviewt werden möchte von Joanna, ich glaube, dass das als Journalistin ist eine Bewusstseinserfahrung, weil die Fragen sind so klar, so, dass man schon nicht intellektuell beantwortet, sondern aus Respekt, aus schon versucht, das Beste zu geben, ne, weil die so klar sind. Morgen wäre nochmal mit Jürgen, ich weiß nicht, was passiert ist, vielleicht können wir morgen oder die nächsten Tage weitermachen. Ich empfehle euch, die Wiederholung zu sehen, was ich jetzt mal gucken, ob die, also Fink, das mit Was ist Chaos? Und dann ging es auf Intuition und alles andere. Ja, ich danke an alle, die da waren. Es sind wenige interaktiv jetzt gerade im Chat, aber ist okay. Und wir sind morgen wieder für euch da. Dankeschön. Tschüss.